aktiv im Leben zu sein. Das bedeutet für sie vor allem, gesund zu sein, zu hören, was die Kinder und Enkelchen oder auch der Partner ihnen da sagt und vor allem natürlich auch das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Doch mit den Jährchen, da kommen die ersten Wehwehchen und die Äuglein, die werden immer schlechter, schon mit 30. Und dann kommt es dazu, dass man zum Beispiel auch sagt, ja, och, wir haben in der Familie ein paar Erkrankungen, man fühlt sich nicht so wohl, man hat kleine Symptome, ist man denn gesund? Genau um dieses Thema dreht sich heute hier diese Sendung. Wir möchten Ihnen tolle Helferlein zeigen, die Ihren Alltag wirklich mit einem ganz, ganz, ganz kleinen finanziellen Bedarf und vor allem mit maximaler Möglichkeit verbessert. Und das hier heute in einer Vielfalt, Ralf. Hier ist ja für jeden was dabei. Ja, richtig. Also für wirklich, um wieder aktiv im Leben teilzunehmen. Mhm. Und 25-Jährige können das einfach noch nicht nachvollziehen. Aber Sie werden gleich wissen, wovon ich spreche. Denn mit 25 wäre das noch kein Thema für mich gewesen, zum Beispiel. Die Lesebrille, die kam erst mit 40 dazu. Und jetzt, wenn man über 50 ist, dann kommt das eine oder andere Zipperlein auch dazu. Bei vielen, vielleicht auch bei Ihnen, eine leichte Schwerhörigkeit. Da hat man mit 20 auch noch drüber gelacht. Aber das kann natürlich einseitig sein oder auf beiden Ohren. Ist auch oftmals berufsbedingt oder auch krankheitsbedingt. Und ich erinnere mich da immer bei der Schwerhörigkeit an meinen Opa. Wenn ich mit meinem, also mit dem, nee, ich muss es richtig sagen, mit dem Mann meiner Oma, ja, war nicht mein richtiger Opa, aber wenn ich mich mit dem unterhalten habe und stand auf der linken Seite, hat er immer gesagt, komm mal auf meine gute Seite, weil er auf dem linken Ohr schlechter gehört hat. Und das ist ein schleichender Prozess, aber was passiert, wenn man schwerhörig wird? Man nimmt nicht mehr aktiv am Leben teil. Man wird irgendwann ausgeschlossen. Das ist ein Automatismus, das ist keine Bosheit von irgendwelchen Mitmenschen, sondern wenn du dich mit jemand unterhältst, ja, und er fragt, oder du sagst ihm was und er sagt, wie bitte, dann wiederholst du das freundlich. Wenn er dann nochmal sagt, wie bitte, dann wirst du lauter. Die Sätze werden noch immer kürzer. Und du konzentrierst dich dann irgendwann mal nur noch auf Hauptwörter. Das heißt, das Gespräch besteht dann nur noch aus geschrieenen Hauptwörtern. Und das ist dann etwas, was für beide nicht angenehm ist. Und jetzt haben wir hier natürlich einmal in der einfachen Version, wenn es sich nur um ein Ohr handelt, und auch in der doppelten Version haben wir Hörverstärker. Und die sind so gut wie unsichtbar. Wir sehen hier die Schale, das ist zum Aufbewahren. Dann sehen wir die Ladestation. Das wird ganz einfach über USB an einem Netzteil wieder aufgeladen, musst aber gar nicht so oft machen, weil wir haben eine 40 Stunden Akkulaufzeit. Mhm. Und das obendran, das Beige, ja, das ist das hinter dem Ohr befindliche Gerät, welches jetzt verstärkt. Und das anzulegen, ganz einfach, hinterm Ohr klemmen und dann mit dieser kleinen Verbindung kommt das Ohr, passt ein Stück ins Ohr. Das ist also für Außenstehende fast nicht sichtbar, für mich selber fast nicht spürbar, weil das hat ein Gesamtgewicht von 3 Gramm. Also man spürt das überhaupt nicht. Die Ohrpassstücke in 3 verschiedenen Größen dabei, sodass es für jeden funktioniert. Und jetzt schauen wir uns die Anwendung an. Die ist so einfach. Ein Ausschalten, das ist auch schön, dass es einen Ausschalter gibt. Wenn du mal wirklich was nicht hören willst, schaltest du aus. Und das geht bei Normalhörenden nicht. Du kannst die Augen zumachen, du kannst dir die Nase zuhalten, aber die Ohren kannst du nicht abschalten. Ja? Also, das ist natürlich auch was, aber es geht ja jetzt ums wieder mitmachen, ums richtig perfekt hören. Und dann kann ich hier die Lautstärke regulieren bis zu einer Maximallautstärke von 125 Dezibel. Das ist also Düsenjet-Niveau. Und dieses Gerät verstärkt um 40 Dezibel. Und jetzt schau mal, ich lege es einfach mal an, auch wenn ich das nicht nötig habe. Ja, ich höre noch gut. Die Betonung liegt auf noch. Ich habe früher auch gesagt, ich brauche keine Brille. So, und jetzt ist es so gut wie unsichtbar, weil der Verstärker ist hinterm Ohr versteckt. Das ist super, super wichtig, dass es halt eben auch nicht auffällig ist. Ralf, wie trägt es sich? Ja, ganz angenehm. Du spürst es auch nicht. Am Anfang ist es für viele vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil man etwas im Ohr hat. Aber das spürt man nach, kann ich Ihnen sagen, 2, 3 Minuten merkt man das gar nicht mehr. Es ist auch einfach an- und auszuziehen. Das kannst du mit einer Hand machen. Aber was das Wichtige ist, du nimmst hiermit wieder aktiv am Leben teil. Diese kurzen Sätze und dieses laut mit dir schreien oder sprechen, das hört eben auf, weil man dann auch ganz schnell merkt die Umwelt wieder, der hört wieder richtig, also kann ich auch wieder normal mit ihm sprechen. Schön, und das für 28,45 Euro, wirklich maximaler Komfort für Sie. Sie bekommen das komplette Set mit der Ladeschale, selbstverständlich mit der Aufbewahrungsbox hinten in Weiß und natürlich mit dem Herzstück, dem Hörverstärker, unter der NX90 98 569.
Jetzt haben Sie aber vielleicht auf beiden Ohren schon eine leichte Hörschwäche oder möchten sich zum Beispiel auch die Hörverstärker mit dem Partner oder der Partnerin teilen. Da haben wir hier jetzt einen ganz, ganz tollen Vorteilspreis. Ja, richtig. Wir haben jetzt also genau das Gleiche im Prinzip, nur doppelt, also für beide Ohren. Hier ebenfalls in dieser Schale, auch 3 Gramm schwer, aber jetzt müssen wir rechnen, 28 € mal 2 gibt 56, hier haben wir das Zweierpack für 37,95 €. Hier sehen Sie das mit drin. Und ich möchte jetzt nicht nur die ansprechen, die offensichtlich schwer hören. Viele wissen das ja, aber das ist so ein schleichender Prozess, dass das viele gar nicht so richtig wahrnehmen. Ja, weil das geht so langsam, da meinst du immer, das ist alles normal. Und dann sind die Angehörigen gefragt, die jetzt vielleicht ein klein wenig genervt sind, weil beim Opa der Fernseher immer auf Anschlag steht oder er die Klingel nicht hört, das Telefon nicht hört und aber sagt, ist doch gar nichts, alles okay. Da kann man einfach mal sagen, du Opa, ja, probier's doch mal aus, mach das mal rein, das tut nicht weh, aber du nimmst wieder aktiv am Leben teil und es ist auch eine Entlastung für die Umwelt, weil du ja alles, wenn du so eine Schwerhörigkeit hast, alles lauter machst. Ja, und das ist eine Belastung, ob das Radio, Fernsehen ist oder im Gespräch und damit kann ich alles wieder ein bisschen entlasten. Ich bin wieder ein vollwertiges Mitglied hier des sozialen Lebens und das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, vor allem, dass es eben auch so günstig geht. Also probieren Sie es einfach mal aus für 37,95 € hier das doppelte Set. Sprich also 2 Hörverstärker, die Sie haben in einer USB-Ladeschale für 2 Hörverstärker und natürlich auch hier die große Aufbewahrungsbox mit der Bestellnummer NX9094569. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne das auch aus der Familie meines Freundes zum Beispiel. Da ist auch jemand, der etwas schwieriger hört und sich da noch so ein bisschen gegen sträubt. Ich glaube, wenn man sowas jetzt einfach mal bestellt und dann auch weitergibt, dann probiert man das aus und merkt dann wirklich auch, welche Entlastung das eigentlich ist. Entlastung, bleiben wir mal bei dem Thema, kann auch ein Handy sein. Denn ein Handy generiert ja im besten Fall eine Erreichbarkeit für den Fall der Fälle, dass jetzt was passiert, Ralf. Ja, man kann sich heute gar nicht mehr wegdenken. Also ich weiß auch nicht mehr, wie wir in meiner Jugend ohne Handy auskam, aber es gibt eben noch Generationen und das sind jetzt zum Beispiel die Generationen über mir, meine Eltern, die können mit einem Smartphone, mit einem modernen nichts anfangen, das ist ihnen einfach zu kompliziert. Ja? Und es gibt Leute, die sind aufgrund ihrer Hörbehinderung auch noch gehandicapt, weil telefonieren, wenn du schlecht hörst, geht auch nicht. Jetzt haben wir hier die absolut perfekte Lösung für all diese Menschen. Wenn Sie jetzt sagen, ich will kein Smartphone, ich will ein Handy, das sich auf das Wesentliche konzentriert, dann ist das Richtige für Sie. Aber auch, wenn Sie sagen, Mensch, ich will, dass Mama, Papa oder Oma oder Opa, dass die erreichbar sind, obwohl sie sich gegen ein Smartphone wehren, dann ist das auch das Richtige. Erstens mal sehen wir, das ist wie so ein Festnetztelefon. Das wird in Ladeschale geladen und hier auch immer gleich wieder gefunden. Also kein Stöpseln, kein Einstecken, kein Ausstecken von kleinen Micro-USB-Kabeln. Und dann ist es ein Handy, das sich aufs Wesentliche konzentriert. Ich mache es mal auf und jetzt sehen Sie, es geht auch gleich an. Das ist nämlich ein Klapp-Handy. Und du siehst ein großes Nummernfeld hier, wirklich wunderschön und das Display ist auch schön bunt und groß. Und jetzt gibt es eben auf Senioren eingerichtete Optionen, die ich ganz toll finde. Zum Beispiel sehen wir hier unten ein Ohr. Ich hoffe, Sie sehen das. Und wenn ich da jetzt 3 Sekunden drauf bleibe, erscheint im Display hier Hörverstärker zugeschaltet. Das ist das. Jetzt zwar immer zu langsam, bleiben wir mal so drauf. Ich gehe nochmal weg, dann ist es nämlich wieder weggeschaltet. Jetzt sehen wir, Hörverstärker wieder deaktiviert. Das sah man aber auch schön gerade im Hintergrund, im Display. Richtig, du kannst also hier jetzt einen Hörverstärker zuschalten um 25 Dezibel. Schön. Jetzt kommen wir zu den Leuten, die schwer hören und deshalb nicht mehr telefonieren können. Die können das damit. Aber wir haben noch viel, viel mehr. Zum Beispiel auch für Menschen, die jetzt schon mal anfangen, ein klein wenig durcheinander zu sein und auch Nummern nicht mehr so wissen, dann kann ich hier drauf gehen. Du kannst bis zu 8 Fotos hinterlegen und das praktisch als Foto-Kurzwahlspeicher. Ja, du siehst hier, haben wir wunderbar, kennen wir alle, aber eben die Verwandtschaft, die wichtig sind. Und es ist auch hier noch eine tolle Sache, zum Beispiel eine Erinnerungsfunktion, die man besprechen kann, die man täglich oder auch einmalig besprechen kann. Zum Beispiel, vergiss nicht, deine Tabletten zu nehmen, ja, und so kleine
kleine Alltagshilfen. Aber was dieses Handy wirklich zum Schutzengel macht, ist eine andere Funktion. Ich klappe es mal zu und drehe es um. Da sehen wir zwei Sachen. Einmal sehen wir, dass auch noch eine Kamera mit drin ist. Ich kann hier also auch Fotos schießen. Aber das hier ist das Wichtige. Und ein bisschen seitlich sehen Sie, dass dieser rote Punkt leicht vertieft ist. Was ist das heißt, denn? Ich kann den, warte, ich sag's dir gleich, dass ich kann den nicht aus Versehen drücken. Mhm. Ich muss ihn gezielt drücken. Und dann ist es ein SOS-Knopf. Wenn ich den 2 Sekunden gezielt drücke, dann werden vom Handy automatisch nacheinander 5 hinterlegte Nummern angerufen. Mhm. Und bis da wirklich ein Mensch dran geht, du musst also, auch wenn du abnimmst zum Beispiel, wenn du angerufen wirst, musst du erst noch bestätigen mit der 1, dass du bist, weil sonst der Computer kann ja nicht unterscheiden, ist das ein Anrufbeantworter oder ist das ein lebender Mensch. Deshalb diese Bestätigung. Und sobald das geschehen ist, dann geht das Telefon auch automatisch auf Freisprechen. Und der Senior kann jetzt sagen, oh, ich bin im Park und mir geht es nicht so nochmal. Gut. Nochmal, also das heißt jetzt, um das kurz für Sie verständlich zu machen, Ralf, ist doch richtig, dass wenn jetzt der Fall der Fälle ist, dass du zum Beispiel oder Sie oder die Angehörigen Kreislaufproblemchen bekommen und man das Gefühl hat, man muss jetzt jemanden kontaktieren, dann drückt man jetzt die etwas vertiefte Taste und was passiert dann genau? Dann werden 5 Nummern nacheinander, die werden genau so eingegeben, muss ich natürlich selber programmieren, angerufen, bis einer dran geht. Und dem kann ich dann mein Leiden klagen. Ah. Jetzt mal angenommen, es ist der schlimmste Fall, dass keiner der ersten 4 anzurufen ist, dann ist die 5. Nummer, würde ich empfehlen, die Notrufnummer, die 112. Da geht immer jemand dran und dann wird auch einem geholfen. Du musst dir vorstellen, hier geht es wirklich um Sekunden. Hier geht es um Sekunden. Jetzt angenommen, es ist, gehen wir mal vom Schlimmsten aus, das ist ein Herzinfarkt. Ja? Und er ist irgendwo im Park, der Angehörige, der ältere Mann oder Frau. Bis die gefunden werden, ist zu spät. Hier kann man sofort Hilfe rufen. Und das ist für uns als Angehörige dann auch wichtig, dass wir wissen, wenn was ist, können Sie sich Hilfe holen. Also das ist auch noch vertragsfrei. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Vertragsfrei, weltweit einsetzbar. Ich kann da eine Prepaid-Karte reinmachen. Ich kann natürlich auch einen Vertrag abschließen, wie ich möchte. Und es ist wirklich so, dass man nicht damit überfordert ist. Das ist Technik, die kennt man von den alten, wirklich uralten Tastentelefonen. Es ist groß und, was ganz wichtig ist, es ist ein zertifiziertes Produkt für Senioren. Hier sehen Sie es auch nochmal vom Deutschen Seniorenportal. Zertifiziertes Produkt für Senioren. Kann ich wirklich nur zustimmen. Und für 47,45 Euro natürlich super günstig. Das steht aber, glaube ich, ja außer Frage, wenn es um die Gesundheit, um die Sicherheit unserer Herzmenschen geht. Und gerade natürlich auch in Situationen, wo vielleicht die Übelkeit kommt oder wo man vielleicht auch das Gefühl hat, irgendwas stimmt mit dem eigenen Körper nicht, vielleicht eine Allergie ausbricht oder ähnliches, dann ist es natürlich schwierig, ein Handy zu entsperren und eine Telefonnummer einzugeben. Deshalb hier dieser Garantruf-Premium, eine Taste, die gedrückt wird, die Rufnummern hinterlegen Sie und schon werden Sie kontaktiert, was Ihnen, aber natürlich auch dem Senior eine unfassbare Sicherheit im Alltag beschert. Die Bestellnummer, die PX2397569, ich würde das auch bestellen für meine Oma ist momentan noch im Krankenhaus, leider Gottes, hat sich bisher auch immer über Handys oder gegen Handys gesträubt und gesagt, nee, das verstehe ich nicht. Aber das ist ja so einfach, das richte ich ihr dann ein, gebe ihr das und dann ist das ein gutes damit Gefühl. Damit kommt aber wirklich jeder zurecht. Genau. So, jetzt ist noch ein anderes Problem. Ich weiß, sind Sie Uhrenträger? Und wenn es Ihnen wie mir geht, dass Sie eine Lesebrille brauchen, dann wird es irgendwann mal so, dass man auch die Uhr nicht mehr richtig länger lesen kann. Und wenn es mal ganz schlimm wird, sieht man gar keine Uhrzeit mehr. Aber ich finde, wir sollten auf dieses modische Accessoire nicht verzichten, weil es einfach schick ist. Und deshalb habe ich Ihnen jetzt 2 Uhren mitgebracht, die also für mich wirklich das Nonplusultra sind. Erstens mal von der Optik. Wir haben eine versilberte, nachher noch eine vergoldete. Von der Optik, Sie sehen, konzentriert aufs Wesentliche. Kein Geschnörkel, nichts, was ablenken könnte oder was die klare Struktur hier mindert, so dass ich immer einen klaren Blick drauf habe. Was wichtig ist für mich auch, ist das Armband. Das ist erstens mal wieder total im Kommen. Wir wissen, alles, was früher mal modern war, ist wieder im Kommen. Das ist nämlich so ein dehnbares Gliederarmband. Aber das ist nicht nur schick und überall zu tragen, sondern es ist auch praktisch, gerade wenn man im Alter Probleme mit den Fingern hat. Rheuma, Arthrose oder ähnliches. Da hast du mit einer Faltschließe oder auch mit einer Dornschließe hast du da Probleme. Hier kannst du einhändig einsteigen, ja, so ganz einfach drüber und jetzt sitzt es ohne zu drücken am Handgelenk. Das ist ein weiteres Highlight, aber technisch ist diese Uhr auch ein absolutes Highlight, nämlich
hier solarbetrieben. Das heißt, hier im Ziffernblatt sind Solarzellen versteckt, die man gar nicht sieht, die aber hier jederzeit den innen befindlichen Akku wieder aufladen. Das heißt, ich habe keine Batterien, ich muss nicht aufziehen oder ähnliches oder Automatik, die ich immer bewegen muss, sondern das geht von ganz alleine. Und die Uhrzeit ist immer zu 100% genau, weil das ist auch noch eine Funkuhr. Wie? Also, optisch ein absoluter Leckerbissen, aber auch technisch absolut up-to-date. Solar, Funkuhr, diese Kombination ist wirklich toll. Und allein diese Funktion kostet bei vielen, vielen Uhrenherstellern 200, 300, 400 Euro. Schau mal auf unseren TV-Sonderpreis. 56,95 Euro, das ist wirklich der Hammer. Und natürlich hier eine wunderschöne Uhr, aber ich wiederhole es nochmal, was Ralf gesagt hat. Durch dieses tolle Armband, das Sie hier haben, ganz einfaches Hereinschlüpfen, ohne eine Dornschließe schließen zu müssen oder ähnliches. Dann natürlich hier auch dieser Solarbetrieb. Das heißt, klar, wenn Sie es ein bisschen mit den Augen haben, dann sehen Sie vielleicht auch nicht, wann die Batterie leer ist. Deshalb haben jetzt hier die Macher von St. Leonhard gesagt, in der Premium-Variante bekommen Sie jetzt hier ein Solarpanel durchsichtig integriert, hat Ralf gesagt, was dann dafür sorgt, dass sie einfach immer läuft. Und dann kommt ja dieses Highlight mit diesem schönen, einfach ablesbaren Ziffernblatt. Ja, und jetzt gibt es aber auch Menschen, die können auch dieses einfach ablesbare Ziffernblatt nicht mehr erkennen. Die Augen werden immer schwächer, kann sogar bis zur Blindheit gehen. Aber selbst für Blinde ist diese Uhr jetzt natürlich hervorragend geeignet. Da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster rein. Also hier keine Breilschrift, also keine Schriftzeichen, sondern wir sehen hier zwei kleine Stifte. Und wenn ich hier drauf drücke, wird mir die Zeit angesagt. Das ist leicht zu erfüllen. Ja? Also oben die Zeit angesagt. Und ich halte die Uhr jetzt mal vor mein Mikrofon. Und sobald die Kamera umschneidet, halte ich die Uhr vor mein Mikrofon. Ach, ich guck mal. Irgendwann passiert's. Jetzt. Jetzt halte ich die Uhr mal vor mein Mikrofon. Und Achtung. Ist 13:16 Uhr. 13:16 Uhr. Kannst du vergleichen. Ich habe auch eine Funkuhr. Angesagt. Angesagt. Du musst also nicht mal mehr das erkennen. Ist auch schön im Dunkeln. Ja? Also wenn du die auf dem Nachttisch liegen hast und wachst nachts mal auf. Oh, wie viel Uhr ist das? Drückst du drauf. Und weißt du, was für ein Datum heute ist? Nein. Nicht? Gut, dann hören wir es uns mal an. Heute. Das wurde dir angesagt. Richtig. Dafür sind diese zwei Knöpfe. Und deshalb ist das wirklich eine wunderbare Uhr, auch für Senioren. Wenn die Augen mal schlechter sind, man kann sich auf alles verlassen, auf die Uhrzeit. Man muss sich nicht um die Batterie kümmern. Man hat hier keine Probleme beim An- und Ausziehen. Und modisch, schick sieht sie auch noch aus. Das ist wirklich herrlich. Hier für Sie für 56,95 Euro. Also damit hätte ich ja nicht gerechnet, Ralf. Dass diese Uhr auch sprechen kann. Die sagt Ihnen also die Uhrzeit an, aber auch das Datum und den Wochentag und bietet Ihnen dadurch natürlich ganz einfach so viel Komfort und Flexibilität im Leben. Ja, ich weiß, Pünktlichkeit, das ist Ihnen ganz besonders wichtig oder auch Ihren Angehörigen. Und da, lieber Ralf, er zieht mich auf. Wir haben heute Morgen gefrühstückt, ich habe verschlafen. Ja, und da ist es tatsächlich auch so, dass Sie hier natürlich dann jederzeit auch die Uhrzeit gesagt bekommen. Ralf, es gibt natürlich auch viele Damen und Herren, die sagen, ich möchte immer um Punkt 18 Uhr die Nachrichten schauen und sind dann außer Haus, vielleicht auch einen Kaffee trinken oder ähnliches. Dann sagst du dir die Uhrzeit an und dann gehst du einfach nach Hause darauf. Richtig, das ist eben wirklich toll und es ist modisch. Ein absolutes Accessoire für uns Männer. Oftmals die Uhr das einzige Schmuckstück, das wir tragen. Und auch wenn die Augen mal nicht mehr so mitspielen möchte man das tragen. Aber das ist ja jetzt nicht nur für Senioren, sondern wer schöne Uhren mag, der kann die natürlich auch so tragen. Und dann halt ist das ein Gag mit der Sprachansage. So, jetzt habe ich mal zwei Uhren nebeneinander an, weil wir wechseln jetzt in der Grafik auf die vergoldete Uhr. Aber Sie sehen, das sind die gleichen Uhren, die gleichen Optionen, die, und das kommt jetzt überhaupt nicht überraschend, exakt die gleiche Uhrzeit, weil das sind ja beides Funkuhren. Ja, kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, was sind Sie für ein Typ? Ich finde zum Beispiel auch sehr schön, wenn Sie die Uhr passend zu Ihrem Ehering wählen. Das wäre jetzt auch eine schöne Möglichkeit, da nochmal ein ganz, ganz tolles, schickes, modisches Akzentchen zu setzen. Oder Sie bestellen gleich beide. NC7383569, die Bestellnummer für die vergoldete sprechende Uhr für 66,45 Euro. Falls Sie die verschenken wollen, Ralf, die kommt doch auch super schön verpackt dann in einer tollen Schatulle zu unseren Zuschauern. Richtig, natürlich so, wie wir es gewohnt sind von St. Leonhard. Da brauchst du eigentlich nur noch ein Schleifchen drum machen. Ist also auch, da hast du absolut recht, eine tolle Geschenkidee. Ja, und jetzt machen wir auch weiter im Programm und zeigen Ihnen weiter natürlich Helfer, die Ihnen eine Aktivität im Leben ermöglichen. Und Ralf, ich finde immer, aktiv im Leben sein bedeutet für mich,
So gut es geht, gesund zu sein. Ja, richtig. Und jetzt haben wir hier eine Fitnessuhr. Und da wird man sagen, oh, ich bin ja froh, wenn ich unfallfrei aus dem Bett komme. Was brauche ich für eine Fitnessuhr? Erstens mal ist auch das eine schicke Uhr. Aber eine Fitnessuhr ist gerade im Alter noch wichtiger. Warum? Weil ich habe früher immer gedacht, das ist für Sportler. Mhm. Die müssen ja, aber die wissen genau, welches Pensum die machen. Die messen ab, wie viele Schritte sie gehen. Die zählen, was sie machen. Es ist für den Otto-Normalverbraucher. Und hier ist eins ganz wichtig, und da muss ich ein bisschen ausholen, auch in meiner Altersstruktur. Also aus meinem Jahrgang, aus meiner Schulklasse, sind es mittlerweile 4 Personen, die schon einen leichteren oder schwereren Herzinfarkt hatten. Ja, Gott sei Dank noch keiner dran gestorben, aber 4 Personen, von denen ich es weiß, die Probleme mit dem Herzen haben. Ob das jetzt an den Lebensumständen oder an genetisch bedingt ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie ich schauen kann, wie meine Vitalwerte sind, indem ich mir das anzeigen lassen kann, weil das ist eine Option, die diese Fitnessuhr beherrscht. Und zwar hier sehen wir die Uhrzeit, unten die Schritte. Das ist auch immer interessant, wie viel man denn gelaufen ist. Und jetzt, ich spreche extra nicht vom Sport, aber wenn wir jetzt weitergehen, sehen wir hier die Schritte, aber immer weiter hier die Frequenz, ja? Die Herzfrequenz, den Puls. Und so kann ich mir alles anzeigen lassen, auch wie ich geschlafen habe, einfach über Nacht anziehen und am nächsten Morgen hat man da eine schöne Auswertung, wie tief oder wie gut der Schlaf war. Jetzt darf ich dir die Uhr einmal in die Hand geben, weil wir haben hier eine wunderbare App dazu. Du darfst sie ruhig in die Hand nehmen. Ich möchte nur einmal auch die App zeigen. Ich möchte das eigentlich parallel zeigen, weil jetzt gehen wir mal hoch auf die kleinen Moment. Ich muss sie nur kurz aufmachen. Da haben wir sie, Wear Heart. Und jetzt sehen wir hier ganz, ganz übersichtlich, was wir heute schon gemacht haben. Jetzt ist das unser Vorzeigemodell. Das heißt, wir sind nur im Studio ein bisschen damit rumgelaufen. Deshalb sind wir jetzt nur bei 297 Schritten. Aber ich setze mir hier Ziele und ich kann kontrollieren als Otto-Normalverbraucher, wie viel ich laufe. Ich zum Beispiel war überrascht. Ich habe gedacht, ich mache weniger. Ich mache im Schnitt pro Tag 12.000 Schritte. Aber was hier jetzt wichtig ist, du siehst hier die Schlafüberwachung und hier jetzt auch die ganzen Vitaldaten. Und die kannst du dir einfach anschauen, indem du wirklich schaust, was ist mein Puls, wie sieht das aus, und das kannst du dir anzeigen lassen. Und dann ist das hier natürlich ein kleiner Anhaltspunkt, was du alles tun kannst. Hier sehen wir dann das Ganze noch mit den Vitalwerten. Du bekommst Trinkerinnerungen, du bekommst hier so ein Ampelsystem, damit du auch immer weißt, ist das in Ordnung, rot ist kritisch, gelb ist, geht noch, grün ist perfekt. Aber so hast du eben einen kleinen Anhaltspunkt, was denn mit deinen Vitalwerten ist. Und das einfach auf dem eigenen Smartphone, das ist für mich perfekt. Natürlich ist ein Fitnessarmband auch für Leute, die aktiv sein wollen, eine kleine Kontrolle, aber gerade auch für ältere Leute immer wichtiger. Eben weil du den Blutdruck anschauen kannst, du kannst den Puls anschauen, ja? Du kannst Blutsauerstoffgehalt kannst du dir anzeigen lassen. Das wird von der Uhr in einem optischen Messgerät hier gemessen. Das ist so ein kleines blinkendes grünes Licht, aber sehr, sehr zuverlässig. Wichtig ist, es sind Anhaltspunkte für mich. Aber ein solches Gerät ersetzt natürlich niemals den Arztbesuch. Aber ich kann dann zum Beispiel mit den Langzeitauswertungen, die ich ja dann auf dem Smartphone habe, kann ich zum Arzt und ihm das unterstützend zeigen. Und kann sagen, schau mal, so sieht's aus, so habe ich geschlafen oder so ist mein Pulsverlauf. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich finde das einfach total schön für Sie, muss ich ehrlich sagen, dass Sie hier eine Uhr haben, wo Sie natürlich ganz einfach die Uhrzeit ablesen können. Das ist ja schon mal das Wichtige. Aber wie Ralf gesagt hat, eine Uhr, die Sie eben auch unterstützt, mal nachzuschauen, wie es Ihnen denn geht. Hier gleich zugreifen für 66,45 Euro mit der Bestellnummer NX8589569 und einfach auch mal nachschauen, was ja auch in dieser App schön ist, Ralf. Das war doch hier jetzt bei dieser Fitnessuhr, dass man auch so ein bisschen Gesundheitstipps dann bekommt. Richtig, die bekommst du genauso hinterher, also dass eben aufgrund deines Verhaltens, deiner Werte, was du vielleicht machen solltest, laufen Sie ein bisschen mehr spazieren oder auch Trinkerinnerungen, ganz, ganz wichtig, weil man vergisst auch, gerade je älter man wird, vergisst man zu trinken. Und das ist ja auch ganz wichtig. Also alles in einem Gerät. Die App dazu ist übrigens kostenlos. Die muss man auch nicht unbedingt nutzen. Man kann auch die Uhr alleine nutzen. Aber für Langzeitauswertungen ist natürlich die App sehr, sehr von Vorteil. Deshalb heißt es zugreifen und hier wirklich bestellen. Viele unserer Damen und Herren bestellen 2 für den Partner und für sie selbst. Macht natürlich auch ganz, ganz viel Sinn, dass man das einfach gemeinsam macht und dass man gemeinsam vital bleibt. Jetzt hier nicht nur die Fitnessuhr für 66,45 Euro, sondern
sondern vor allem auch noch ein weiteres Gerät. Und Ralf, das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Ich finde, das ist das Beste aus dieser Sendung heute. Ja, es ist ein medizinisches Messgerät, also medizinische Zulassung der Klasse 2A. Und das eingeschaltet und jetzt an 4 verschiedenen Messpunkten angesetzt, kann ich mir hier medizinisch relevante EKG-Kurven nicht nur anzeigen lassen, sondern die dann auch auf meiner App, auf meinem Smartphone auswerten. So, ein Punkt sehen wir jetzt, Finger oben drauf, Handgelenk unten, das geht auch am Fußgelenk, das geht in Herznähe und überall im Prinzip, wo Pulsschlag herrscht, ist aber in der Bedienungsanleitung genau beschrieben. Das dürfte die einfachste Variante sein. Ruhig sein, stillhalten, am besten den Arm auch hinlegen und dann kann ich mobil, egal wo ich bin, jederzeit in einem Messzyklus von 10, 20 oder 30 Sekunden, also so lang ist dann die Messung, mir mein EKG anzeigen lassen und, oh, jetzt hast du gerade, was war jetzt? So, jetzt haben wir es. Durch, sind wir durch mit der Messung? Ja, ich muss nochmal. Du darfst ruhig nochmal, aber das Schöne ist, dass wir hier jetzt eben zu jeder Zeit eine Kontrolle für uns haben, und zwar eine medizinisch relevante Kontrolle. Kennen Sie das auch? Sie haben so ein Problem, Kurzatmigkeit, und denken, ach, das kommt immer mal wieder. Und dann macht man einen Termin beim Arzt. Und dann ist man beim Arzt und genau der, genau in dem Moment ist nichts. Der sagt dann zu einem, ja, jetzt machen wir mal ein EKG, und das EKG ist absolut unauffällig. Jetzt gehst du nicht mit dem Messgerät, sondern mit den Messdaten. Gehst du zu deinem Kardiologen oder zum Hausarzt und sagst, guck mal, hier, das war, da habe ich mich nicht gut gefühlt, ist da irgendwas? Und ich möchte Ihnen mal das zeigen von heute Morgen, weil ich habe heute Morgen mal bei mir gemessen und hatte, oh, deine ist auch schon drauf, du hast gerade 65 Puls gehabt, aber das können wir uns mal anschauen. Sie sehen hier, alle Messergebnisse werden dann synchronisiert und damit können wir jetzt gar nichts anfangen. Aber das ist eine Langzeitauswertung, Sie sehen, hier kann ich auch alles sehen, wenn was nicht in Ordnung ist, das könnte natürlich, ist an Rot unterlegt, könnte natürlich ein Messfehler sein und man hat falsch angesetzt oder man wurde zwischendrin abgelenkt. Und damit kann ich jetzt aber zum Arzt, jetzt schauen wir uns das gerade mal von Vivian an, das war das hier und da schauen Sie mal, hier, also ich könnte mit diesen Zeichen nichts anfangen, aber Sie sehen, das ist wie beim Arzt eine EKG-Linie und ein Kardiologe kann damit jetzt mit Sicherheit was anfangen. Ich habe vorhin eine Messung bei mir durchgeführt, da sehen wir das hier und da sehen wir schon deutlichere Ausschläge, aber sieht für mich regelmäßig aus, aber was wichtig ist, es steht dabei, schauen wir uns noch mal an, in Ordnung. Und so kann ich jetzt zum Arzt, wir schauen uns mal eine rot unterlegte an und ich muss ja nicht alle Messungen speichern, ich kann die auch wieder löschen, wenn alles in Ordnung ist, sondern die, die relevant sind, die behalte ich jetzt mal. Und das hier war mit Sicherheit irgendeine Fehlsache, weil eine Fehlermeldung war, da sehen wir einen tiefen Ausschlag oder es ist eben ein Anhaltspunkt, mit dem der Kardiologe jetzt arbeiten kann. Und meine Nachbarin, die arbeitet bei einem Kardiologen und sie sagt, Mensch, der Arzt ist so dran, er möchte gern, dass alle seine Patienten, die was mit dem Herz haben, so ein Gerät zu Hause haben, weil damit kann er arbeiten, weil im kurzen EKG ja, ist oftmals nichts zu sehen, weil es ja auch situationsbedingt ist. Und für dich als Patienten ein Riesenvorteil. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal hast du schon mal EKG gehabt? Ja, da kriegst du diese Saugnäpfe an Füße, an Brust, an Handgelenke und was weiß ich noch wohin. Und Gel und du musst da liegen und das ist ein Riesenzeitaufwand. Hier misst du das einfach an einem der Messpunkte, also das Einfachste an der Pulszentrale am Handgelenk, so wie wir sie jetzt auch sehen. Und dann hast du medizinisch relevante Werte, mit denen jeder Arzt und jeder Kardiologe was anfangen kann. Du bist so ruhig, du misst wieder. Du hast einen sehr guten Puls und bei dir ist alles in Ordnung. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen. Sie ist ganz ruhig und konzentriert. Was zeigt sie denn an? Also, du redest jetzt nicht. Wir schauen uns den Wert gleich an. Aber jetzt. Jetzt. Was hast du für einen Puls? Ja, mögliches Herzstolpern, ja, das kann tatsächlich sein. Also hier gleich zugreifen und bestellen. Ich finde, es ist wirklich ganz, ganz toll und es ist ganz schick, dass Sie jetzt hier auch an dieser Stelle wirklich für Ihre Gesundheit sorgen können. Ne? Gerade auch so ein Herzinfarkt zum Beispiel. Manchmal sind das ja Symptome, die man auch runterredet. Und das ist vielleicht auch bei Ihrem Partner so zum Beispiel oder auch bei Ihnen. Da zieht es mal in der Brust zum Beispiel, habe ich letztens einen Artikel drüber gelesen. Oder man hat auch Schmerzen im Rücken, man hat Schmerzen in der Brust und überlegt, ach, das wird schon nichts sein. Ich finde gerade in einem Alter so ab 40, Ralf, ist so ein EKG-Herzmessgerät wirklich wichtig. Ich nenne Ihnen noch kurz die Bestellnummer, die NX 4590569.
Und ich bin da auch sensibilisiert. Das, was du gerade gesagt hast. Also in meinem Alter, jetzt über 50, denkt man drüber nach, wenn der Arm wehtut, ist das ein Muskelkater? Hat man sich den ein bisschen überlupft? Oder kommt das, das hört man ja auch immer wieder, Sie sicher auch, kommt das vom Herz her? Jetzt eine Messung durchführen, dann sehe ich, ist alles in Ordnung. Ist es halt ein Muskelkater, dann schmiere ich ein bisschen Creme drauf oder dann ist es nach einem Tag wieder weg. Aber ich nehme mir auch die Angst und ich kann mit relevanten Daten dann zu meinem Arzt gehen und sagen, schau dir das mal an, was ist da los? Vivian ist total begeistert. Sie misst und misst und misst. Ist natürlich auch schön, wenn man das so oft machen kann. Und hier Akku betrieben. Man muss auch nicht mal Batterien kaufen. Ladekabel ist mit dabei. Das ist das Beste für Ihre Gesundheit. Gleich zum Hörer greifen und bestellen. Tolle Produkte, die wir Ihnen gezeigt haben. Seien Sie aktiv im Leben. Greifen Sie zu. Viel Spaß.